Hey Kickers aus dem Westerwald, Hans Sapa hier am Start. Wollt euch viel Erfolg für die Saison wünschen und ich glaube, es zählt für euch natürlich der Aufstieg. Viele fragen immer, was ist mit Hans Sapa und den Kickers? Ich warte immer noch auf mein Trikot. Hier habe ich ein anderes Trikot, wie ihr seht. Ja, und dann ist natürlich wahrscheinlich vielleicht alles möglich für den Kickers. Ja, Freunde, ihr habt's gehört, Hans Sapay, vielleicht bald bei den Kickers. Wollt ihr es sehen? Ja, ihr habt uns viele Fragen gestellt. Bevor die Kreisliga-Saison jetzt richtig durchstartet, werden wir diese heute beantworten. Let's go! Ja, Freunde, nächste Woche, Freitag 14 Uhr, folgt auch das nächste Testspiel. Jetzt geht's ja langsam wieder los und den heutigen Tag wollen wir einfach nutzen, um ein paar Fragen von euch zu beantworten, die immer wieder gestellt werden. Meti, was wird denn so gefragt? Die erste Frage passend dazu, wann ist euer Saisonstart? Ja, also wir sind mitten in der Vorbereitung und offiziell geht es los am 5. September. Genau, 5. oder 6. auf jeden Fall das Wochenende. Und da haben wir unser erstes Saisonspiel. Der Spielplan ist jetzt draußen. Wir spielen auswärts in Vettelschoss das erste Spiel. Und genau. Das wird unser erstes Meisterschaftsspiel sein. Das Coole an der Sache ist, ihr kommt ja gerne zu unseren Fußballspielen. Wir haben echt viele Spiele in Neuwied. Da hatten wir ja auch früher schon richtig Support gehabt. Das heißt, ihr könnt jetzt ja mal reinschauen in unseren Spielplan. Der Meti blendet hier auch das ein oder andere ein, wann wir wo spielen. Und dann könnt ihr uns vielleicht auch mal in echt anfeuern. Würde uns mega freuen. Was sind die Corona-Regeln bei euch für ein Fußballspiel? Zuschauer, Dusche etc. Bin aus Frankreich, also an dieser Stelle auch per TV international. Ja, die Regeln sind eigentlich so ziemlich fast wie überall. Die können sich natürlich auch immer wieder ändern. Ja, mittlerweile dürfen wir in einer Gruppe von 30 Personen Kontaktsport auch betreiben. Die Duschen sind hier und da so geregelt. Also auswärts hatten wir es auch schon mal, dass wir unter bestimmten Regelungen auch duschen durften. Bei uns ist es momentan noch nicht so weit, aber das ändert sich von Tag für Tag. Und ich glaube, die Zuschauer dürfen rein unter den Abstandsregeln etc. bis zu 300, glaube ich. Aber seien wir mal ehrlich, Kreisliga Fußball, da sind wir froh, wenn es 30 sind. Aber genau, das sind so die Regeln und das kann natürlich vom Bundesland zu Bundesland oder regional, wo auch die Infektionsraten höher sind, sich unterscheiden. Die nächste Frage, werdet ihr jetzt auch probieren, Jugendmannschaften zu gründen bei den Kickers? Patrick? Ja, also aktuell konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf unsere Mannschaft. Wir haben uns ja gerade frisch gegründet und ihr könnt euch sicher sein, so eine Gründung von so einem Verein ist nicht ganz einfach. Deswegen, da gibt es viele Dinge zu regeln, jetzt auch mit einem eigenen Vereinsheim und so weiter. Und wir möchten natürlich auch nicht die ganzen Mannschaften im Umkreis schwächen, die ganzen anderen Vereine. Deswegen schauen wir jetzt mal in Kommunikation mit den anderen, was sich da eventuell auf die Beine stellen lässt. Wir lassen uns aber Zeit. Es ist vielleicht weit in Planung, uns im Jugendbereich zu engagieren, aber wie das Ganze aussieht, das ist alles noch nicht fest. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Eine sehr, sehr häufig gestellte Frage. Wann verpflichtet ihr Hans Sapay? Hans Sapay, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen. Hans ist, pflegt sehr, sehr große Sympathie mit den Kickers. Kann sich auch, denke ich, durchaus vorstellen, das Trikot eines Tages überzustreifen. Man muss natürlich bedenken, dass Hans auch nach seiner Karriere sehr, sehr viel zu tun hat. Ich würde es mal nicht ausschließen. Da könnt ihr mal gespannt sein, was und ob was in der Zukunft zustande kommt. Aber schreibt einen Kommentar dazu. Vielleicht liest der Hans das. Genau, oder ihn auf Instagram dazu, ja, dann so, das auf jeden Fall. Hans zu den Kickers in die Kommentare, dann schicken wir dem das. Leute. Genau, Spam ist genau. Voll. Also ich bin optimistisch, wir schauen mal, was das sich da machen lässt. Nächste Frage ist, wie findest du oder findet ihr die Maßnahmen wegen Corona im Fußball? Also da kann ich kurz sagen, wir sind froh, dass wir wieder kicken können und da sollte man sich auch so gut es geht an diese Maßnahmen halten. Also wissentlich irgendwas nicht sich dran zu halten, ist, finde ich, falsch. Deswegen, ich bin wirklich froh, dass es wieder losgeht und wir machen das Beste draus. Genau, ich finde die Maßnahmen gut. Also, ich fühle mich mit den Maßnahmen sicher. Ich denke, es bringt nichts, sich jetzt nur zu Hause einzuschließen und gar nichts zu machen. Unter bestimmten Bedingungen, wie wir sie jetzt haben, kann man meiner Meinung nach Sport machen. Wir sind alle vorsichtig. Finde ich einen guten Schritt und ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Mit hier ist die Frage, wie hoch war der Aufwand, den Verein anzumelden? Ich glaube, er meint auch, den Verein generell zu gründen. Ja, ich glaube, wir hatten es mal ganz kurz angeschnitten in einem Video, wo wir auch ein Statement zu gemacht hatten, warum wir jetzt genau mit unseren Freunden einen Verein gegründet haben. Wenn ihr wirklich ein Video haben wollt, wo wir wirklich euch mal zeigen, von A bis Z, wie sowas abläuft, dann können wir es machen. Aber wenn wir es jetzt hier genau erklären würden, würde es den Rahmen sprengen. Man kann auf jeden Fall sagen, es ist viel, viel mehr Aufwand, als man sich das vorher vorstellt. Wir haben es aber gern gemacht und sind mit Herzblut dabei, deswegen, das unterstützt sowas natürlich. Aber falls ihr Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare, dass wir auch mal so ein Video machen, können wir auch demnächst gerne mal einstreuen und euch da diesen Prozess ein bisschen näher bringen. Ja, das finde ich ist eine ganz interessante Frage. Wie viele Torhüter seid ihr bei den Kickers? Ja, also viele denken ja, ich bin der einzige Torwart. Aber wir haben den Dustin, der durch die Arbeit bedenken immer ein bisschen Schwieriges hat, regelmäßig dabei zu sein. Aber wir haben jetzt zwei neue Torhüter-Kollegen mit dabei. Konkurrenz, Junge! Richtig cool, den Carsten und den Fabian.
und sind richtig coole Leute und ich freue mich, wir haben auch schon ein paar Mal jetzt Torwarttraining gehabt, was auch sehr, sehr neu ist für mich, seit Jahren mal wieder Torwarttraining richtig zu haben und das macht einfach Spaß und deswegen, die Jungs werdet ihr dann auch demnächst sicherlich kennenlernen. Ich kann euch sagen, die sind alle besser als der Meti. Ja, das ist ja auch nicht schwer, Mann. Das ist ja auch nicht schwer. So, die nächste Frage, Freunde, was sind eure Ziele für die kommende Saison? Also ich glaube, das kann man wirklich kurz und knapp zusammenfassen. Wir gehen natürlich jedes Mal aufs Spielfeld, um das Spiel zu gewinnen. Aber die Liga wurde jetzt auch neu zusammengewürfelt. Ich kann die ganzen anderen Mannschaften nicht einschätzen. Ich würde erstmal sagen, wir wollen weiterhin Spaß haben. Ziel wird auf jeden Fall sein, die Saison auch mal endlich zu Ende zu spielen. Also auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz wichtig. Das haben wir noch nicht geschafft. Das haben wir bisher in unserer Vereinshistorie noch nicht geschafft. Deswegen, das wird ein Ziel sein. Dann sehen wir, wohin uns das Ganze bringt. Meti wird gefragt, warum sind wir nicht aufgestiegen letzte Saison? Stimmt, ja, wir waren Zweiter und in der Regel steigt der Zweite auf. Aber bei uns jetzt explizit nicht. Bei uns ist immer der Erstplatzierte, der hochgeht. Es kommt immer darauf an, wie viele Mannschaften runterkommen. Aber die Saison wurde ja abgebrochen und die Verbände mussten eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war, dass die, die auf dem Aufstiegsplatz sind, aufsteigen. Und es gibt keine Absteiger. Ob das sportlich gesehen jetzt fair oder nicht fair ist, das steht auf einem anderen Blatt. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, das Ganze diskutieren. Genau, also, wie es bei euch auch war, weil es gibt ja genügend Fußballer da draußen, die unsere Videos schauen, die aus anderen Verbänden kommen. Deswegen, ich glaube, soweit war es schon ähnlich in allen Verbänden. Gab auch Verbände, die auch Absteiger zugelassen haben. Ja, bei uns war es dann so, dass wir nicht aufgestiegen sind, obwohl wir der festen Überzeugung waren mit den restlichen 6 Spielen, dass wir es selber in der Hand hatten. Wir hatten ja auch noch gegen den Tabellenersten gespielt. Genau, ne? Genau. Ja. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich für uns, aber am Ende bleibt uns nichts anderes als Glückwünsche nach Rhein-Brohl zu schicken. Die sind aufgestiegen und jetzt gilt es halt in der neuen Saison mit neuer Power reinzustarten und das Beste zu geben. Und vielleicht das Beste draus. Ja, vielleicht ergibt sich nochmal eine Situation, dass man oben mitspielt, vielleicht aber auch nicht. Aber wie gesagt, wir wollen Spaß haben und wir hoffen, dass wir die Saison zu Ende spielen können. Genau. Und das wäre ja mal schön, so das erste Mal in so einer Vereinshistorie. Ja, aber da steckt man nicht drin, deswegen. So ist es. Ja. Nächste Frage ist von Jan und der fragt, welche Abgänge gab es bei den Kickers? Ja, also das können wir ganz schnell beantworten. Es gibt einen Abgang, das ist unser ehemaliger Kapitän, der Floyd, der Domme. Und der hat aus beruflichen Gründen aufgehört, bei uns Fußball zu spielen. Dafür haben wir aber sehr, 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 sehr viele neue Jungs dazu bekommen. Ja. Also ja, wir sind jetzt gerade noch in der Vorbereitung. Einige schauen sich das Ganze auch noch an. Wenn ihr ein Video über die Neuzugänge im späteren Zeitraum sehen wollt, könnt ihr auch gerne das in die Kommentare schreiben. Daumen nach oben da lassen, Feedback da lassen. Und dann können wir euch auch die neuen Jungs vorstellen, aber ich würde fast sagen, wir gehen schon fast an die 10 neuen ran, oder? Ja, also sind auf jeden Fall einige neue Gesichter dabei. Also da ist schon was dabei. Conny fragt, wie läuft's mit der Vorbereitung? Also ich meine, wir sind jetzt mittendrin. Das erste Mal, dass wir eine Vorbereitung überhaupt machen können. Genau, wir konnten bis jetzt, das ist total banal. Wegen der Vereinsgründung im letzten Jahr, es war ein bisschen stressig, konnten im Sommer keine Vorbereitung machen. Genau, wir hatten nicht so die richtigen Trainingszeiten, wir konnten nur einmal die Woche auf dem Platz. Dadurch konnten wir nicht uns richtig vorbereiten. Dann wollten wir uns auf die Rückrunde vorbereiten. Dann kam Corona. Hatten zweimal, glaube ich, Training und dann ein Spiel, dann kam Corona. Deswegen, man muss sagen, auch unter diesen Bedingungen, die wir jetzt haben, mit den Hygieneregeln etc., läuft es echt gut, weil die Jungs ziehen gut durch. Ja. Und wir sind immer echt jedes Training mindestens 18 Leute und das macht Spaß. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtigste. Und deswegen, wir sind gespannt und ihr werdet ja die Testspiele auch hier sehen. Und ja, sind mal gespannt, was für einen Weg wir gehen. Eine Frage, die kann ich auch gar nicht mehr sehen, ne? Der Praktikant zu den Kickers, Fragezeichen. Ja, also der Praktikant, wäre schön, wenn er mal zu den Kickers kommen würde. Er hat immer wieder Andeutungen gemacht. Er spielt jetzt in der Landesliga und wie sagt man so schön, ich rede jetzt als Vereinsvorsitzender quasi, man redet nicht über die Spiele anderer Vereine. Ja? Also so war ich mal ganz elegant, aber persönlich als Freund, Yannick, würde mich natürlich freuen, wenn du zu uns kommst. Ja. Wir haben natürlich drüber gesprochen, da brauchen wir kein Geheimnis drum zu machen, aber im Endeffekt muss man natürlich in der Situation, in der man persönlich steckt, für sich entscheiden, wo will ich was machen. Und ich würde mal sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal vielleicht zusammen spielen. Ihr müsst den Yannick weiter damit nerven. Ihr müsst ihn pushen, Leute. Ich glaube, wir werden irgendwann zusammen spielen. Aber ich glaube, wenn man uns anguckt, wird es nicht in der Landesliga sein. Kommen wir mal zur letzten Frage. Wird es Testspiele im Kreis Koblenz geben? Koblenz glaube ich jetzt nicht direkt. Also Neuwied ist, wo wir in der Saison öfter spielen, ist hier in der Nähe von Koblenz. Ansonsten werde ich auch mal einblenden, wo wir unsere Testspiele haben. Es ist jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, keins in der Nähe von Koblenz geplant. Man muss auch überlegen, viele Jungs von uns kommen aus der Ecke Hennef, wäre jetzt schon eine weite Fahrerei. Deswegen, ich werde es alles einblenden, wo wir unsere Testspiele haben. Ja. Und dann könnt ihr sehr gerne, falls ihr Zeit und Lust habt und aus der Nähe kommt, gerne vorbeikommen, weil das ist ja auch wieder erlaubt. Und in dem Sinne, ja,
Das war's dann auch mit den Fragen, glaube ich. Das war die letzte Frage, ne? Genau. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert uns und folgt uns auf Social Media. Da halten wir euch immer auf dem Laufenden. Die Kickers haben auch einen Social Media Account, ist auch eingeblendet in der Videobeschreibung. Wir sehen uns am Sonntag mit dem nächsten Video und dann danach Freitag 14 Uhr, da gibt's das nächste Spiel für euch. Haut rein, wir sind raus. Ciao.